Prokahn, es wird ja viel über Expertise gesprochen und es hat auch eine wichtige Aufgabe. Ist es denn so, wenn man ESG-Produkte hat oder eben aufstellt, braucht man da eine eigene Expertise oder kann man sich auf externe Untersuchungen verlassen? Ich kann meine Antwort in einem Satz zusammenfassen, das kann ich dann noch erläutern. Das kommt darauf an, was für Ambitionen Sie im ESG-Bereich haben. Das heißt, wie ernsthaft wollen Sie es machen, wie innovativ wollen Sie sein, wie überzeugend wollen Sie sein. Man kann heute Plain Vanilla ESG-Fonds machen, sich Marktdaten heranziehen. Man kann sich auch Marktdaten kombinieren und also die Datenquellen absichern. Aber wenn man eigenes Conviction-driven aktives Management machen will, ist direkt eine eigene Inhouse-differenzierte Analyse aus unserer Seite notwendig. Wo notwendig, aus welchen Gründen? Erstens haben die großen Datenanbieter und Ratingagenturen ihre eigenen Einsätze, mit denen wir nicht unbedingt immer einverstanden sind. In gewissen Bereichen, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, wo Rothschild-Familie sehr engagiert ist, werden teilweise Firmen durchaus in den USA schlechter bewertet. Wir schauen dann nochmal danach. Wir sind auch einfach reaktiver. Wir können zum Beispiel bei Börseneinführungen mitmachen. Haben wir kürzlich gemacht bei Vaga Energies, weil wir sehr reaktiv eigene Analyse machen. Ja, vor allem, wir können auch im Kreditbereich bei den einfacher mitmachen, auch im Kreditbereich eben bei Emittenten und dann vor allem, was uns noch wichtig aus, innovativ. Das heißt, wenn wir ein neues Produkt herauslegen wollen, brauchen wir eine gute Basis, eine differenzierte Basis. Das sind bei Kriterien wie zum Beispiel jetzt auch im sozialen Bereich. Da haben wir letztes Jahr einen Fonds aufgelegt in Human Capital, der aus unserer Sicht sehr innovativ ist, also mit Makroanalyse und mit differenzierter ESA-Analyse. Und wir arbeiten auch viel mit institutionellen Investoren zusammen, die natürlich auch spezifische Mandate haben wollen, die man eigentlich nur mit eigener, hauseigener ESG-Analyse dann die Nachfrage wirklich beantworten kann. Ja. Naja, also ich kann ja mal berichten, wie wir das tun. Im Moment geht ja eh so ein bisschen der Running Gag, 3 Nachhaltigkeits-Rating-Agenturen, 4 Meinungen, ja, 4 Einschätzungen. Das ist tatsächlich so. Das hat also tatsächlich Vor- und Nachteile, wenn man mehrere nutzt. Wir gehen einen anderen Weg. Wir arbeiten seit 13 Jahren mit IMUG zusammen. Und das ist eine deutsche Rating-Agentur mit Sitz in Hannover, das Institut für Markt und Gesellschaft. Und die teilen einfach unsere Werte. Das sage ich jetzt auch mal ganz so bewusst. Wir sind als Akatis nicht die Größten am Markt, auch nicht hier in der Runde. Und deshalb ist es uns wichtig, einen Partner zu haben, mit dem wir auch Projekte realisieren können. Wenn wir jetzt zu MSCI gehen oder wem auch immer, dann sind wir da ein ganz kleines Licht und können maximalen Profile abfragen. Bei IMUG ist das anders. Es ist uns eben auch die Umweltkomponente wichtig. Das ist ja die europäische Sichtweise und eben nicht die angelsächsische, die eben sehr viel stärker auf das G, die Governance schauen. Mhm. Na, das ist uns ein ganz wichtiger Faktor und von daher setzen wir auf diese Strategie. Selbstverständlich, also man muss immer davon ausgehen, dass hier Menschen bei der Arbeit sind und Menschen machen nun mal auch Fehler. Von daher machen wir in der Regel eine sogenannte Plausibilitätsanalyse, wenn wir die Auswertungen bekommen. Wir haben also einen Nachhaltigkeitsprozess, den wir vorgeben und den IMUG für uns analysiert. Das ist uns also sehr wichtig, aber die Ergebnisse schauen wir uns an und es kam auch immer schon mal vor, ja, dass es hier irgendwelche Plausibilitätsprobleme gibt, die wir dann nachfragen, die werden dann nachgeprüft, korrigiert oder eben bestätigt. Also wir handhaben es so, dass wir auf jeden Fall eigenes Know-how aufgebaut haben, schon frühzeitig, weil wir glauben, dass uns das Thema ESG eben langfristig begleiten wird und da kommt man nicht drum rum, eben seine Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren, sich das Know-how auch einzukaufen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es geht sicherlich auch nicht ohne entsprechende externe Quellen. Also wir haben auch natürlich einen externen Datenanbieter für die Nachhaltigkeitsdaten angebunden. Das führt bei uns dazu, dass wir einmal eine belastbare Datengrundlage haben, von der aus wir dann zum einen die umfangreichen regulatorischen Verpflichtungen erfüllen können hinsichtlich Taxonomiekennzahlen oder Offenlegungsverordnungen. Das hilft uns natürlich beim Reporting. Aber das reicht natürlich nicht aus, dieser quantitative Datenbezug. Denn gerade so ein Analyst oder gut ausgebildeter Risikocontroller oder Portfolio-Manager, der wird sicherlich nicht glücklich damit, wenn er nur irgendwelche Daten einsammelt, sondern dessen Aufgabe ist es eben, diese Daten dann wirklich einzuwerten, um eine qualitative
Einschätzung zu ergänzen, denn Sie können sich sicherlich vorstellen, diese Daten sind auch vielfach vergangenheitsbasiert. Und wenn Sie jetzt gerade Ihr Portfolio klimaneutral ausrichten wollen, dann ist so ein CO2-Fußabdruck von vor 2 Jahren vergleichsweise wenig wert. Dann müssen Sie wirklich aktiv in den Dialog mit dem Unternehmen gehen und da eine Prognose abgeben, wie sich das Unternehmen dann über die nächsten beispielsweise 15 Jahre, wenn entsprechend die Anleihe fällig wird, verändern wird. Und da wage ich mal zu prognostizieren, dass die Welt dann natürlich ganz anders aussehen wird. Um es so auf den Punkt zu bringen, muss man sagen, ja, eine verlässliche Datengrundlage, die haben wir auch automatisiert durch einen externen Anbieter, aber das A und O ist und bleibt eben eine qualitative Eigeneinwertung. Dafür brauchen Sie das entsprechende Know-how auch im Haus. Um es kurz zu machen, kurz zu beantworten, wir machen definitiv einen Mix und ich denke, diese Synthese ist auch wahnsinnig wichtig. Ich würde mich da auch all meinen 3 Vorrednern anschließen, nicht allein nur auf die Daten der Datenprovider sich zu berufen. Insgesamt haben wir 14 Datenprovider derzeit, Zahl weiterhin steigend. Hintergrund ist der, dass manche Datenprovider eben auch ihre Expertise wiederum in gewissen Bereichen haben. Also sei es E, sei es S oder sei es Governance. Oder eben auch im Endeffekt die Bewertung von Staaten, von Nationen, Ländern etc. Also da gibt es dann doch einige Unterschiede. Für uns ist natürlich wahnsinnig wichtig, hier belastbare Daten zu haben. Gleichzeitig haben wir im ESG-Bereich derzeit 40 ESG-Analysten, die letztendlich auch tiefer als nur die quantitativen Daten gehen, also wirklich auch in Rücksprache mit den Unternehmen, mit den einzelnen Unternehmen stehen, um dort letztendlich ein klares Bild zu bekommen, zum einen aber auch aufgrund des Engagements, um hier letztendlich Aktienstimmrechte zu berücksichtigen oder hier letztendlich die Unternehmen auch etwas zu beeinflussen. Eine Sache sei noch dazu gesagt, für uns ist es wahnsinnig wichtig, ich sag mal, als streitbarer, mündiger Partner gegenüber den Ratingagenturen stehen zu können und auch hier auf gewisse, ja, vielleicht Unstimmigkeiten aus unserer Sicht reagieren zu können, die ansprechen zu können und dort vielleicht auch Entwicklungen, Fortschritte auf seitens der klassischen Ratingagenturen voranzutreiben. Also das ist, wir wollen unser Engagement nicht allein nur auf die Nationen, Unternehmen lenken oder fokussieren, sondern eben auch auf die Ratingagenturen in diesem Bereich. Ergänzendes dazu sagen kann, weil Sie von Ratingagenturen sprechen, das natürlich auch wichtig ist. Aber wir haben auch eine Reihe, also als Basis Ratingagenturen, vor denen wir Daten, Informationen, vor allem Rohdaten bekommen. Aber ich bin ein bisschen pessimistischer oder negativer, also Ratingagenturen gegenüber angestellt. Wir hinterfragen auch oft hier Analysen und Daten mit einem recht unbefriedigenden Ergebnis, muss man sagen. Sehr frustrierend und ich habe auch nicht das Gefühl zurzeit, dass das sehr viel besser wird. Also wahrscheinlich wird sich da in den nächsten Jahren noch viel tun oder tun müssen. Aber das hängt damit auch zusammen, wo wir eben zurzeit meinen, dass es unumgänglich ist, dass man seine eigene Due Diligence macht. Also. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde. Wie finden Anleger sich in der neuen ESG-Welt zurecht?